Willkommen zurück zu einem neuen Spieltest. Turboprop Flight Simulator. Ja, ein neuer Flugsimulator. Der wurde mir vorgeschlagen. Und ich würde sagen, wir testen ihn mal aus. Wie bei Polytopia auch. Bei 15 Likes in einer Woche mache ich weiter. Ansonsten eben nicht. Wir gehen einfach mal auf Play. Und ihr seht, ich habe auch schon einiges gemacht. Ich werde trotzdem einfach von vorne anfangen. Ich habe hier so ein paar Sachen schon begonnen. Aber nicht wirklich viel. Es gibt ja auch einige Missionen. Was ein bisschen doof ist, dass die Missionen zum Freischalten Geld kosten. Das war halt bei Flight Pilot nicht so. Da war es halt so, wenn man... man hatte so vier Missionen war es. Vier Missionen. Und wenn man die letzte Mission gemacht hat, dann hat man es hingekriegt. Und man musste halt die Flugzeuge kaufen, ja. Aber das war schon ein bisschen anders. Also, starten wir einfach mit Level 1. Ja, willkommen. Und ja, das sind die Hauptinstrumente, bla bla. Ich werde die metrischen Einheiten nutzen. Es gibt zwei Kontrollmethoden. Ja, ich benutze die linke mit dem Drehen des Smartphones und so. Mhm. Ja, ich halte es bequem. Okay. So. Kann ich machen. Ich bewege das Smartphone hoch und runter. So, dann jetzt rechts und links drehen. Und jetzt müssen wir halt durch die Checkpoints fliegen. Wow, ist ein bisschen, Dingsbums, ihr wisst, was ich meine. Stell mal ein bisschen runter. Ja, ist zu niedrig. Vielleicht so. Na, ich lass doch in der Mitte. Einfach in der Mitte lassen. So, dann haben wir es auch geschafft. Und jetzt realistische Kontrollmethode, ja. Ja, also da steuert man damit. Und Inverted Pitch, Non-Inverted Pitch, keine Ahnung, einfach Default. Und das Heckruder haben wir hier auch. Aha. Okay. Also, wie dreht man? Moment. Ach so, man dreht trotzdem mit dem Smartphone, okay. Und dann zieht man hoch, dann kann man drehen, okay. Gut, dann. Ah, ist nicht so meins. Ich habe es auch schon davor nur mit dem, mit der Bewegung vom Smartphone gemacht. So. Bisschen nach links. Nach rechts natürlich. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Hoch, hoch, hoch. Bisschen steigen. So. Und ein bisschen runter. Bisschen nach da. Und jetzt müssen wir nach unten. Nach da. Okay. Oh Gott. Ich halte es die ganze Zeit in die falsche Richtung. Hoch. Hab's nicht hingekriegt. Okay, also, ich nehme einfach das erste. Weil ich damit besser zurechtkomme. Okay. Dann haben wir es geschafft. Und machen wir das nächste. Und, wie in Flight Pilot gibt's hier auch Werbung. Das kann man nur schwer ändern. Also, willkommen zurück. Da sind wir. Komponenten, wir müssen die
Triebwerke anmachen. So, dann den Rückwärtsschub, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Jedenfalls fahren wir jetzt rückwärts. Und jetzt müssen wir bremsen. Automatische Bremsen. Und ich muss mal kurz das Icon ein bisschen verschieben. Auf 40 und jetzt hier das Heckruder verwenden. Und jetzt müssen wir einfach nur da durch. So. Und jetzt müssen wir nach rechts. Dreh dich. Und nochmal nach links, ja. Wieder bremsen. Und jetzt mal kurz lange geradeaus. Und ich sehe gerade 40% so. Nicht 45. Jetzt können wir schon mal langsam beginnen zu drehen. Ah, wir sind ziemlich schnell. Und nochmal drehen. Und noch ein letztes Mal drehen, dann sind wir da. Ja, ganz schön schief. So, und stopp, brems, gut. Okay, breit, Schub auf 100. Und jetzt müssen wir einfach warten, bis wir 190 Kilometer pro Stunde schnell sind. Dann können wir anfangen nach oben, also langsam abzuheben, da haben wir es. Und dann fliegen wir schon. Ja, das Fahrwerk einfahren, natürlich. Und haben es auch geschafft. Das nächste, und zwar landen. So. Wir müssen langsamer werden. Etwa 60%. Und dann durch die Checkpoints. So, das haben wir. Und dann machen wir so. Ich versuche möglichst schräg dabei zu bleiben. Ah. So. Und dann fliegen wir durch das nächste Hindernis. Und jetzt müssen wir langsam uns breit machen zu landen. Da vorne ist nämlich der Flughafen. Automatische Bremsen natürlich einschalten. Und weniger als 30% Schub. Okay. Weiter schön das Flugzeug gerade halten. Jetzt das Fahrwerk. Und da fliegen wir schon recht nah heran. Wir ziehen ein bisschen zur Seite. Okay. Und ich würde sagen, wir sind ziemlich gut vorbereitet für die Landung. Ja, okay, ich bin bereit. Wir müssen halt darauf achten, dass dieser Pfeil da, also diese Markierung auf der Landebahn ist. Oh, das war eine harte Landung. So, bremsen und wieder zurück.
auf die Landebahn. So, Moment. Wir müssen auf die Landebahn. Und bremsen. So, wir haben es geschafft. Später. Nächstes Level. Und auch schon das letzte Tutorial, wie es aussieht. Jetzt haben wir also die Person. Also wir kontrollieren jetzt die Person selber. Wir können herumgucken, herumlaufen. Und ich denke mal, wir sollten hier hingehen. Und das ist natürlich, das Icon ist immer noch im Weg. So, Tür können wir öffnen. Und dann sind wir auch immer noch im Flugzeug. Also wir sind hier im Flugzeug. Können wir die Tür wieder zumachen. Wir wollen ja nicht mit offenen Türen rumfliegen. Dann gehen wir hier nach oben ins Cockpit und fliegen. So, Moment. Einmal kalibrieren. Ich denke mal, wir fliegen einfach los. So. Okay. 190 haben wir erreicht. Jetzt nach oben. 240 und wir heben ab. Schön ruhig bleiben. Leicht drehen für den nächsten Checkpoint. Und gleich wieder zurückdrehen für den nächsten Checkpoint. Und dann haben wir auch schon den nächsten Checkpoint. Da gleich wieder zurückdrehen. Oh. Komm schon. Haha. Ja, und da kriege ich direkt eine Warnung, dass ich zu tief bin. Und jetzt übertreibe ich gerade. So viel muss man sich nicht drehen. Viel hilft nicht immer viel. So, dann haben wir das. Und jetzt haben wir das. So, haben wir das. Und ich glaube, wir landen auch gleich wieder. Deshalb mache ich schon mal den Schub etwa zu 60%. Komm schon, habe ich leider nicht bekommen. Den nächsten bekomme ich auch nicht. So, automatisch bremsen. Schub unter 30. Aber jetzt sollten wir es hinkriegen. So, nochmal ein bisschen mit dem Ruder steuern. Wir werden nicht ganz auf der Landebahn landen. So. Okay. So. Warte, ich muss nochmal gerade werden und bremsen. So, da haben wir es auch schon geschafft. Beenden. Ja, wir haben es nicht ganz geschafft. Also in 3 Minuten. Ja. Haben wir jetzt. Einmal Windfarm und regionaler Testflug. Windfarm habe ich schon gemacht. Ich würde euch aber gerne noch hier den Freiflug zeigen. Den gibt es nämlich auch. Ich habe auch schon ein anderes Flugzeug gekauft hier. Und ich würde sagen, das nutzen wir einfach. Und machen wir auf dem Flughafen. Und gucken wir mal, was haben wir hier. Ja, das geht. Das ist alles nicht freigeschaltet. Also starten wir mal. Und da haben wir das Flugzeug. Ich würde aber gerne mal kurz zum Piloten wechseln. Also hier haben wir es. Das ist ein recht schönes Flugzeug. Ist nicht besonders groß. Da haben wir auch noch eine Tür hinten. Können wir auch wieder zumachen.
Und die Vordertür ist im Gegensatz dazu ein bisschen merkwürdig. Ich meine, hier, Tür geht auf, Leiter kommt aus der Seite raus und geht runter. Ja, okay. Also, Pilot. Und ich würde sagen, wir fliegen einfach ein bisschen irgendwo hin, keine Ahnung. Machen vielleicht einen Flugzeugunfall. So, haben wir das. Nochmal bequem halten, kalibrieren und Schub auf 100. Und dann können wir auch schon anfangen uns zu drehen und da heben wir auch schon ab. Fahrwerk rein für weniger Luftwiderstand. Und wir fliegen. Und ja, das ist so ziemlich alles, was man hier machen kann. Ich weiß nicht, ob es hier so Missionen gibt oder so. Hab bisher keine gesehen. Wir könnten ja mal ein Triebwerk ausschalten. Mal sehen, wie sich das Flugzeug dann so steuert. Also wir drehen uns sehr. So. Ja, wir müssen schon sehr schräg fliegen. Und man kann es nicht wirklich kompensieren. Wisst ihr? Ah, jetzt geht's. Also man muss schon sehr schräg fliegen, um gegenzusteuern. Und nach links fliegen ist praktisch unmöglich. Also es ist sehr schwer. Man muss das Flugzeug sehr stark drehen. Okay, schalten wir die Turbine wieder an, das Triebwerk und oha. Ich glaube, wir stürzen ab. Schnell raus hier. Geht nicht. Aua. Und wir sind gelandet. Ja, und das wollte ich auch euch noch zeigen. Hier, das Flugzeug fällt auseinander, also wirklich. Hier haben wir einen Flügel. Da haben wir, glaube ich, eine Tür. Nee, das ist einer von den Steuerelementen. Und ich lebe noch. Ja, also ich war im Flugzeug drin und bin nicht tot. Wisst ihr? Und man hat auch einen Fallschirm, aber der funktioniert hier nicht wirklich, weil ich gerade nicht aus dem Flugzeug draus springe. Aber das war's auf jeden Fall hier. Mit dem Flugzeug. Das ist kaputt. Am Flughafen ist noch das andere Flugzeug. Aber es ist jetzt ein bisschen weit dahin zu kommen. Deshalb gehen wir wieder zum Menü. Und ich würde sagen, das war's mit der Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei 15 Likes in einer Woche mache ich das weiter. Mach die Mission weiter. Mach noch ein bisschen Blödsinn im Freiflugmodus und so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.